Hi, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten. Heute geht's um den Melonenanbau im eigenen Garten. Und dabei ist es egal, ob Wassermelone oder Zuckermelone. Heute gibt's meine Tipps für den eigenen Melonenanbau. Viel Spaß dabei und los geht's. Ja, hier seht ihr schon meine Wassermelonenernte. Das ist die Sorte Mini Love, eine sehr gute Sorte von den Wassermelonen. Wir haben auch noch die Sorte Sugar Baby oder auch eine italienische Sorte. Das sind aber nur die Sorten vorab, die kann ich euch empfehlen. Jetzt schauen wir mal, was wirklich beim Wassermelonenanbau von Anzucht bis zur Ernte zu beachten ist, damit ihr auch so leckere Wassermelonen ernten könnt. Viel Spaß beim Video und los geht's! Wassermelonen, die baue ich hier bei mir im Folientunnel an. Es geht natürlich auch im Gewächshaus und es geht auch im Freiland, aber im Folientunnel und im Kübel an der Südwand, an der Fensterbank, da ist es am optimalsten. Da sind die besten Bedingungen für den Wassermelonenanbau. Wir haben hier insgesamt auf ungefähr 7 Metern und dann 1,40 Meter Breite die Wassermelonen, 15 Pflanzen. Aktuell haben wir ungefähr 25 Wassermelonen dran, 2 bis 3 Zuckermelonen sind auch da, die zeige ich euch beide mal hier in der Nahaufnahme. Wir haben heute schon eine geerntet, die ich euch gerade gezeigt habe. Und da wird schon mal oft die Frage gestellt, wann sind Wassermelonen reif? Es gibt 3 Möglichkeiten, das herauszufinden. Erstens, der Stiel trocknet ab. Dann gibt es hier so eine gelbe Farbe auf der Oberfläche. Die dritte Möglichkeit herauszufinden, wann Wassermelonen erntereif sind, ist der Klopftest. Ihr klopft einfach auf die Wassermelone und das sollte sich dann ziemlich hohl anhören. Ich weiß nicht, ob man das jetzt über das Mikrofon hört, aber wir können es einfach mal testen. Das ist sehr unterschiedlich. Wenn die Wassermelone noch relativ klein ist und sich aber schon nicht mehr weiterentwickelt, das ist auch noch so ein Zeichen, dass die Wassermelone schon reif sind. Das liegt halt auch ganz an der Sorte. Wenn wir vorne zum Beispiel die Mini Love, die sind jetzt schon reif in ungefähr so einer Größe. Dann haben wir hier hinten welche, die sind schon viel größer und sind noch lange nicht reif. Das ist diese italienische Sorte und da muss man auf jeden Fall auch einfach so ein bisschen abschätzen. Ja, diese Wassermelone, die ist schon sehr reif. Man sieht hier zum einen das Gelbe, also diese gelbe Verfärbung an der Wassermelonenoberfläche. Nicht zu verwechseln mit den gelben Ablageflecken. Die sind deutlich dunkler. Hier oben so eine leichte gelbe Färbung, das spricht dafür, dass sie reif sind. Dann, wie gesagt, Klopftest. Klingt sehr hohl. Und der Strunk, der ist jetzt hier in diesem Fall noch relativ grün. Das hat aber nichts zu sagen. Das kann auch noch sein, wenn die Wassermelonen schon sehr reif sind. Wir schauen uns die jetzt einfach mal an, was dabei rumkommt. Und ich würde mal sagen, dafür gehen wir mal raus und schauen uns die auf den Tisch an. So, ich bin selber mal gespannt, wie die Wassermelone aussieht. Aber ich sehe schon ein bisschen was, das könnte sehr gut aussehen. Ja, die Wassermelone, die ist auch auf jeden Fall reif. Den perfekten Reifegrad zu finden, ist immer sehr schwer bei Wassermelonen. Aber man sieht auf jeden Fall, dass sie reif sind. Und wir haben eben auch schon mal ein bisschen probiert. Die schmecken ganz gut. Ja, und mit der Ernte, da kann es auf jeden Fall, da kann man sich mit sehen lassen. Und ich hoffe, die Wassermelonenernte, die geht so weiter. Wie haben wir gedüngt? Wir gehen das Ganze jetzt ein bisschen rückwärts. Also wir haben jetzt erst die Ernte. Wann ist es reif? Jetzt gucken wir mal, wann düngt man, wie düngt man, wie behandelt man die, muss man die Wassermelonen beschneiden? Nein, wir beschneiden die Wassermelonen nicht, wie man hier schon ganz gut sehen kann. Wir haben das wirklich komplett der Natur überlassen und alles komplett zuwachsen lassen. Wir haben wirklich nur ganz bisschen hier am Weg beschnitten, dass es nicht komplett auf die andere Folientunnelseite zieht. Ansonsten haben wir die Wassermelonen sowie die Zuckermelonen auch nicht beschnitten.
Ja, die Wassermelonen, die sollten ein bisschen frei liegen. Achte darauf, dass die eine stabile Unterlage haben. Am besten nicht in Sand, das habe ich jetzt heute bei mir gemerkt. Die Wassermelone wird von unten sehr sandig und nass. Am besten legt ihr dort ein bisschen Stroh drunter. Stroh ist sehr trocken und die Wassermelone wird dann von unten nicht so schnell gelb, bekommt nicht diese Ablageflecken. Und das ist dabei zu beachten. Gedüngt haben wir tatsächlich mit Rasendünger. Rasendünger, den Tipp haben wir hier im Gartencenter bei uns bekommen. Rasendünger hat nämlich optimale Werte, ja, quasi für den Gemüseanbau. Und das haben wir uns dann einfach mal, ja, zunutze gemacht und das ein bisschen ausgetestet. Was man sonst auch noch sehr gut nehmen kann für die Düngung von Wassermelonen, das ist Hornspäne. Und wir nutzen auch einfach, ja, Mulchmaterial jede Saison. Also wir mulchen mit Rasenschnitt. Zum einen spart euch das Wasser, das bleibt im Boden. Andererseits, ja, bekommt ihr dadurch auch wieder neue Nährstoffe rein, weil der Rasen wirklich sehr nährstoffreich ist und sich in den Boden zersetzt. Damit wird der Humusgehalt im Garten auch wieder ein bisschen, ja, größer. Der Boden wird sehr humusreich und das speichert dann langfristig auch besser Nährstoffe und Wasser. Ja, kommen wir jetzt zum letzten Punkt. Wann haben wir die ausgesät bzw. gekauft oder vorgezogen, gepflanzt, wie auch immer? Ja, vorgezogen. Wir haben die hier vorgezogen im Folientunnel auch schon. Tatsächlich, wir haben die nicht im Haus vorgezogen, sondern Anfang April hier in dem Folientunnel ausgesät in kleine Töpfe, 9 cm Töpfe mit ziemlich lockerer Anzuchterde. Da haben wir ein Korn pro 9 cm Topf reingesetzt. Und dann sind die Wassermelonen ganz langsam hier drin gekeimt. Der Folientunnel, muss man dazu sagen, steht auch sehr sonnig, sehr frei. Dadurch heizt er sich noch mal ein bisschen besser auf, auch schon im April. Und wir haben die Wassermelonen wirklich komplett hier im Freiland vorgezogen. Dafür brauchen wir jetzt keine Fensterbank, keine Kunstlichter und auch keinen beheizten Raum, um Wassermelonen jetzt früh im Jahr schon vorziehen zu können. Natürlich kann man es auch schon im März, aber dann sollte man das wirklich drin machen, denn das ist ja draußen dann noch nicht möglich. Saatgut, das findet ihr am besten bei Samos Knieke, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung mal. Dort gibt es alle drei Sorten, die ich hier auch habe, plus die Zuckermelonensorten. Schaut mal rein, zu Samos Knieke kommt über den Link unten in der Videobeschreibung. Und dort sind die Top 3 Sorten von mir auch dabei. Die Sugar Baby, dann so eine italienische Sorte, erkennt ihr auf jeden Fall an der Packung. Da ist so eine große Italien-Flagge mit drauf. Und ja, da schaut einfach doch mal gerne rein. Im letzten Video, da haben wir schon ausführlich über die Bewässerungstipps allgemein gesprochen. Wann am besten gießen, mit welcher Technik und was für Möglichkeiten es da alles gibt bei der Bewässerung und was es zu beachten gibt. Das findet ihr hier oben in der Infokarte. Dort einfach mal reinschauen. Dort findet ihr ja meine Bewässerungstipps für euch, wie ihr ja den Garten richtig bewässert und auch ein bisschen Wasser sparen könnt und Zeit. Ja. Das war's vom Wassermelonen-Anbauvideo. Wassermelonen in Deutschland sind auf jeden Fall möglich. Optimalerweise natürlich im Gewächshaus oder Folientunnel. Falls ihr noch Fragen habt, gerne unten in die Kommentare. Hier kommt ihr zu einem weiteren Video von mir. Hier könnt ihr Felix Hobbygarten kostenlos abonnieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute und ciao.